Skilegende Erwin Stricker ist vor 2,5 Jahren gestorben, doch sein Geist lebt beim Stricker-Sprint weiter. 900 Kinder und Jugendliche aus 8 Nationen waren am vergangenen Wochenende auf der Plosse im Einsatz, wo sie an 2 Renntagen die Sieger in den verschiedenen Kategorien des Gedächtnisevents an den Cavallo Pazzo, wie Stricker von seinen Freunden genannt wurde, ermittelten. Erwin war mein bester Freund und ich habe viel von ihm gelernt und er hat mir viel geholfen und ich glaube, er hat viele Leute viel geholfen. Deswegen bleibt er in Erinnerung als wir der heilige Erwin. Trotz der schlechten Witterungsverhältnisse konnten alle Rennen durchgeführt werden. Die Pisten hielten, was für die perfekte Organisation des Strickersprints spricht. Für die Kinder und Jugendlichen ist der Strickersprint eine ideale Möglichkeit, sich mit gleichaltrigen Skirennläufern aus verschiedenen Ländern zu treffen und zu messen. Für die kleinen Kinder ist das ganz eine tolle Sache, da dabei zu sein, wo 700, 800, 900 Kinder, andere Kinder von anderen Nationen auch noch dabei sein. Und es ist ja schon einmal als Kind einen großen Auflauf bei den Rennen zu sehen und das ist ja natürlich eine kleine Vorbereitung für einen Weltcup nachher später einmal. Ist sehr, sehr wichtig und vor allem auch sich zu messen mit der Konkurrenz von anderen Ländern. Und wenn man Sam schon einmal gewinnt und nachher kann man dann sagen, Bottega, mal ein Talent auch nicht schon. Und das ist auch toll zu sehen nachher für die Eltern, zu wissen, dass es eben ein starkes Kind haben und das eben nachher natürlich zu fördern. Und ich glaube, das Rennen da, vor allem die Kinder zum Schnee zu bringen, ist eine perfekte Sache. Und einen Spaß zu haben, oben den Tag auf der Blase und eben sich mit anderen Kindern zu messen, ist ideal. Und ich glaube, deswegen ist die Veranstaltung eigentlich gleich ein totaler Gewinn. Der Strickersprint gibt den jungen Skifahrern auch die Chance, Autogramme der Skistars zu ergattern, so wie zum Beispiel hier bei der Red Carpet Show, als Dominik Baris die Autogrammwünsche seiner Fans erfüllte. Der Strickersprint versteht sich zum einen als sportliches Event, aber auch die gesellschaftliche Komponente kommt nicht zu kurz. Das Event, das heuer zum zweiten Mal organisiert wurde, ist eine Plattform, bei der sich die internationale Skiszene vernetzt. Ganz nach Erwin Stricker, der selbst ein Meister im Zusammenbringen von Menschen und Ideen war. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Feiern und Musizieren. Heuer standen dabei mehrere aktuelle und ehemalige Skistars im Rampenlicht. Hier glänzt zum Beispiel Dominik Baris als Sänger von AC/DC's Highway to Hell. Aber auch bei TNT kann der Ultner voll und ganz abgehen. Wann ist die Aufregung bei Paris größer? Bei einem Auftritt auf der Bühne oder vor einem Skirennen? Ich bin mehr aufgeregt als eben ein Rennen, weil Skifahren tue ich allem und da weiß ich mittlerweile, wie es halt geht. Deswegen, es ist das erste Mal, dass ich da für das Publikum muss gerne die Klampe in die Hände nehmen. Deswegen. Auch Sigmar Klotz gab beim Strickersprint sein musikalisches Talent zum Besten. Genauso wie Patrick Staudacher, der seine Skikarriere im vergangenen Jahr beendet hat und sich nun voll und ganz seiner zweiten Leidenschaft, der Musik, widmet. Der Strickersprint. Ein toller Mix aus Sport, Gesellschaft, Spaß und Unterhaltung. Man darf schon jetzt gespannt sein, was sich die Organisatoren im Olympiajahr 2014 einfallen lassen werden.